Da ist so wie so ein blöder Bengel hinter mir her, das geht ja mal gar nicht. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Reise ins All. Ja, beim letzten Mal habe ich zwar hier uns ein bisschen in der Stadt hier umgeschaut, in der Wüstenstadt hier. Und ja, dieses Mal wollen wir uns noch ein bisschen weiter da umschauen und mal gucken, was wir da so fandet, ne? Willkommen, verehrte Gäste, was kann ich für Sie tun? Empfehle mich! Warte mal, nee, Moment mal. Auskunft nach linken Zimmer! Bringen Sie mir einen Beweis, dass Sie hier wirklich auf derselben Seite stehen. Okay. Wir müssen also einen Beweis bringen. Ah, Hilfe, Junge! Da ist so ein blöder Bengel hinter mir her, das geht ja mal gar nicht. Ich muss nur einen Blick auf eure weiche Haut werfen, um zu sehen, dass ihr nicht einen Tag in der Wüste überleben könntet. Was sollte das? Rührst du dich das Vieh an? Oh, okay. Darf ich da rein? Weg von der Tür! Wer seid ihr überhaupt? Schnell weiter, bevor die Herren noch zu Nachforschungen anregen. Ja gut, das ist jetzt halt blöd gelaufen, ne? Ich dachte, das geht vielleicht ein bisschen besser, ne? Aber gut, dann schwätze jetzt mal halt mal mit dem Typen hier. Ach, früher konnten wir dank des Brunnens jeder Belagerung trotzen. Aber die Waffen der neuen Herren überwanden alle Mauern. Ja, das ist halt blöd gelaufen, ne? Muss man schon mal so sagen. Es gibt immer jemanden, der stärker ist, ne? Wobei die Aussage Widerspruch in sich selbst ist, ne? Meine Lampe ist weg. Meine geliebte, glücksverheißende Lampe ist verschwunden. Soll denn das Gejammer wegen schnöder Lichtgerätschaft klären? Oh, die Lampe war für mich viel mehr als nur ein Lichtspender. Sie war... nun... also sie hat mir viel bedeutet. Ach, wenn ich doch nur einmal so eine kleine, unscheinbare alte Lampe fände. Ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Okay. Verschlossen! Wo bleibt denn da das Vertrauen in die Mitmenschen? Ach, wenn ich doch nur eine Lampe hätte. Du findest einen Knallfrosch. Die Kommode offenbart das Ordnungssystem eines Junggesellen. Also gar keins. Die zu Scheiten gewandelten Reste eines irgendwann irgendwo gewachsenen Gehölzes. Ein paar Datteln. Ein paar Feigen. Der Korb enthält so ziemlich alles, sofern es nur hinreichend süß und klebrig ist. Wasser! Halbe Stadt scheint aus Abstinenzern zu bestehen. Ja, das kann man schon voll so sagen, aber man kann es natürlich auch bleiben lassen, das so zu sagen, ne? Gestatten von Mackwitz! Sie sind Fremde, ganz unverkennbar. Was können Leute wie Sie nur in Backschisch zu schaffen haben? Sind harmlose Touristen! So, derart harmlos sehen Sie gar nicht aus. Und dabei hatte ich schon zu hoffen gewagt, Sie seien... Ach, ich rede wieder zu viel. Gestatten von Mackwitz! Sie sind Fremde, ganz unverkennbar. Was können Leute wie Sie nur in Backschisch zu schaffen haben? Sind zu seiner Rettung da, Kerl! Psst, Leutnant! Warum fällt es einem Offizier so schwer, dezent und subtil vorzugehen? Ist das wahr? Sollten unsere Gebote erhört worden sein? Werden Sie uns tatsächlich gegen die verruchten Besatzer helfen? Na bitte, Bedenken einstellen. Habe den Mann gleich richtig eingeschätzt. Na gut, aber nächstens bitte etwas vorsichtiger, Herr Schatz. Verzeihen Sie, dass Sie mit derart garstigem Misstrauen bedacht haben, guter Mann. Man kann nicht vorsichtig genug sein in diesen Zeiten. Ich selbst bin es auch und dabei halte ich doch selbst zu einem Teil der Hilfe in den Händen, die uns befreien könnte. Aber ich habe bislang nichts gewagt, sie einzusetzen, Effendis. Hä? Erkläre sich! Habe kein Wort verstanden, was auch an diesem blöden Sprecher hier legen kann, der die Sätze nicht richtig auf die Reihe bekommt. Ey! Es gibt einen Weg, ungesehen in den Palast einzudringen. Ein Weg, der direkt ins finstere Herz des Feindes führt. Wer ihn kennt, könnte sich mit Mut und Entschlossenheit wappnen und womöglich dahin vorwinden,
bis, beziehungsweise dahin vordringen, wo bislang jeder Angriff fehlgeschlagen ist. Du hast recht, der Sprecher ist wirklich Schwachsinn. Ey! Na, warum hat er das denn nicht gleich gesagt, ne? Ich fände, nun, wenn es nach Löwenmut ginge, wäre ich der Erste, der sich auf den Feind stürzte. Aber leider, das schlimme Knie, der krumme Rücken, die Unabkömmlichkeit im Beruf. Sie sagen es. Offenbar haben sie schon des Öfteren mit Widerstandskämpfern zu tun gehabt, die sich der energischen Mäßigung verschrieben haben. Auf so einem Posten sind sie natürlich nur schwerlich zu ersetzen. Ich nehme an, sie hielten uns den Rücken frei. Ganz recht. Darin liegt, möchte ich sagen, sogar mein vorzügliches Talent, dass ich ganz in den Dienst der guten Sache zu stellen bereit bin. Bitte mir endlich Auskunft auf, wo ominöser Geheimgang zu suchen sei. Das ist leicht beschrieben. Allerdings setze ich mich dabei natürlich einem nicht unbeträchtlichen Risiko aus, wenn Sie verstehen. Ja, Kerl, kann sich höchstens einem Splitter beim Türöffnen einfangen. Und was ist, wenn Sie scheitern? Was ist, wenn Nachforschungen angestellt werden? Was ist, wenn die Spur zu mir führt? Was ist, wenn... schon gut, ich verstehe. Wie viel soll also Ihre Risikoausgleichprämie betragen? Für die gerechte Sache werde ich natürlich nur einen Freundschaftspreis erheben. Geradezu skandalös niedrig, Effendi. 200 Taler bitte, Sir. Da, nimmer. Folgen Sie mir bitte. Hier entlang, Effendis. Hier ist es. Mein Haus liegt an der Stadtmauer und als ich mich daran machte, einen Keller auszuheben, machte ich eine erstaunliche Entdeckung. Von was für einem Keller reden Sie, mein Herr? Ha, den halte ich hübsch verborgen. So bleibt auch, so bleibt nicht nur der Geheimweg versteckt, sondern auch so manches, das ich nicht unter den Abgaben an die Herren sehen möchte. Na, Sie sehen es gleich selbst. Fassen Sie bitte mal mit an. Auf mein Zeichen, hau ruck! Es ist immer eine elende Wucherei, aber immerhin ist es so sicher. Bitte, nach Ihnen. Und weiter? Haha, ihr seid mir in die Falle gegangen, ihr dummen Toren. Falle? Was soll das heißen? Glaubt ihr tatsächlich, irgendjemand sei so töricht, sich gegen die Herren aufzulehnen? Pah, es lebt sich leichter, wenn man sich zu arrangieren weiß. Und mit euch als Tagesfang ist meine Belohnung gewiss. Nochmals danke für eure 200 Taler. Da kann ich heute gleich doppelt abkassieren. Und nun haltet schön still. Ich bin gleich wieder da, wenn auch nicht allein, wie ihr euch gewiss denken könnt. Eingesperrt. Kompliment, Schatz. Da hast du uns wirklich dem Richtigen ausgeliefert. Schieben Sie Ihren Streit auf weitere Stunden. Wir müssen schleunigst dieser Mauserfallen entrinnen. Bei all dem Dreck und Schmutz merkt man gleich, im Keller eine Schuft zugelangt zu sein. Ja, ja. Du findest einen Knallfrosch. Sieh etwas. Objekterkennung läuft. Aha. Identifiziert. Lampe. Alt. Und staubbedeckt noch dazu. Bevor du die einsteckst, wische wenigstens einmal drüber, Schatz. Jawohl. Der Klassiker? Komm. Was haben Sie denn jetzt wieder angestellt? Habe nur Befehle ausgeführt. Hä? Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. Zapperlot! Rühren! Wie erwünscht, Meister. Bordsblitz hat er mir schon immer so einen Grenadier gewünscht. Er macht tatsächlich, was du sagst, du lieber Himmelschatz. Weißt du, was du da in den Händen hältst? Bei meiner Troll. Weise und wohl überlegt eingesetzt, könnte diese Lampe unsere Waffe zum Sieg sein. Haben Sie nun einen weiteren Wunsch, Meister? Wägen Sie Ihre Worte wohl, Leutnant. Frieden auf Erden, Rührei mit Schinken oder Weltherrschaft? Ich nehme halt des Scherzes wegen Rührei mit Schinken. Wie bitte? Das ist dein Wunsch an einen allmächtigen Lampengeist? Oje, mit Käse hat das jetzt aber leider gar nichts zu tun, oder nicht? Hä, Käse? Muss erst gefüttert werden, oder was? Ach, wie unangenehm. Früher oder später fällt es wohl allen Meistern auf. In letzter Zeit immer früher. Wovon in Gottes Namen reden Sie da eigentlich, Herr Lampengeist?
Die gute Nachricht lautet, ich kann Ihnen jede Form und Art, welchen Käses auch immer auf der Stelle herbeihexen. Grundgültiger, ich ahne die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht lautet, sonst kann ich eigentlich nichts. Naja, nichts klingt dann doch zu hart. Ich kann einkaufen gehen, Schuhe putzen, wenn gleich nicht sehr ordentlich. Und wie ich gerade herausgefunden habe, kann ich mich sogar rühren. Ab in die Lampe! Totalausfall! Hopp, hopp! Ach, Zutum, ich hatte schon gehofft, von nun an hätten wir es nicht nur richtig schön einfach, ne? Du nimmst eine alte Lampe, voll Käse. Ja, sowas aber auch. Das ist halt schon blöd laufen, ne? Das ist, ihr habt mich vorher beleidigt, ne? Also kriegt ihr jetzt halt keinen funktionierenden Lampengeist. So einfach ist das. Ach, halt die Klappe da oben vor deinem Mikro. Die Fässer sind randvoll mit einer glucksenden Flüssigkeit gefüllt. Aha, sehe Zettel. Merkzettel. Das erste ist das Vierfache des letzten. Das erste ist das Vierfache des letzten. Das dritte ist die Hälfte des ersten. Okay. Und nimmst du vom ersten das letzte, hast du das zweite. Nimmst du vom ersten das letzte, hast du das zweite. Das erste ist das Vierfache des letzten. Nehmen wir an, das erste wäre eine 4 und das letzte eine 1. Nehmen wir die 1 von der 4, hätten wir eine 3. Okay. Das dritte ist die Hälfte des ersten. Okay. Irgendwo muss ich das... Oh, sehen Sie nur ein Zahlenschloss! Okay, also das erste ist das Vierfache des letzten. Nehmen wir vom ersten... Das letzte haben wir die dritte. Und das hier ist das... Das muss ich nochmal gucken. Also, das dritte ist die Hälfte, okay. So. Schnell, Freunde, verbergen wir uns vor den nahenden Häschern. In einem Schrank? Was heimlichen Liebhaber und Lieb ist, kann wackeren Helden nur recht sein. Hinein! Langweilig. Wie lange sollen wir denn hier überhaupt ausharren? Du legst dich gleich auf die Hutablage, wenn du nicht Ruhe gibst, Schatz. Achtung, da kommt wer. Dann darf ich nun um absolute Ruhe bitten. Da unten sind sie, edle Herren. Euer getreuer Diener hat euch ein paar Aufrührer gefangen. Schöne Exemplare möchte ich anfügen. Hier herunter, Gebieter. Wo sind nun deine angeblichen Gefangenen? Das gibt es doch nicht. Die Luke war fest verschlossen. Psst. Wir schätzen es gar nicht, von unseren Sklaven zum Narren gehalten zu werden. Oh Herr, ich schwöre bei meinem Barte, dass ich 4 verdächtige Subjekte eingesperrt habe. Ich schwöre. Hey, ihr da unten. Was dauert das so lange? Schafft die Gefangenen endlich hoch. Es gibt keine Gefangenen. Der Richter hat mit seinen Lügen lediglich aufgebläht, hat er sich. Ja, wie ein Luftballon. Nein, ich schwöre. Was? Packt den freien Kerl und schafft ihn in den Palast. Nein, nicht in den Palast. Es ist alles ein furchtbares Missverständnis. Bitte nicht in die scheußliche Grube. Nein. Das geschieht diesem heimtückischen Storch ganz recht. Du hast 100 Erfahrungspunkte und bekommst Level 27 für Eleonore. Okay. Zwischen den engen Schrankfächern sammelt sich Staub, Dreck und Unrat. Ja gut, aber dann würde ich sagen, das war's auch erstmal für diesen Part. Ne? Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play, die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute!